Was sagt denn unser Buch? Was haben wir für Aufgaben? Finde irgendwie das Schlüssel da hinter dem Schrank? Das ist ja schon ein Spoiler. Hinterm Schrank? Oh, da hängt auch ein Schlüssel. Guck mal. Vielleicht passt der hier irgendwo. Hm? Welcher war denn das denn, den wir schon probiert haben? Ah, okay. Das Buch ist mit einem Medaillon verschlossen. Was soll ich denn jetzt schon wieder machen? Ah, wir müssen das Dreieck zu einem Viereck machen, also einem Quadrat machen. Okay, dann nehmen wir erstmal das Teil. Hä? Da kommt nämlich dann auch eine Schrift. Ja, dreh mal. Aber man sieht es halt an den Buchstaben, wie es ausgerichtet sein muss. Und was ist das jetzt? Ist Räucherzeug? Harz. Okay, das müssen wir wahrscheinlich dann verbrennen. Wir haben sogar drei Schlösser. Ah, mit dem kriegen wir vielleicht das Ding auf. Die Schnalle. Aber hier brauchen wir noch einen Schlüssel. Finde irgendwie das Schlüsselteil hinterm Schrank. Mache den Schürhaken klebrig. Ah, alles klar. Klebrige Schürhaken. Dann machen wir hier noch so. Oh, was da alles verstreut ist. Handschuhe. Brecheisen. Ein Medaillon. Ich sehe einen Ring. Und ist das ein Medaillon? Ein Blasebalg. Den habe ich doch gerade irgendwo gesehen. Blasebalg. Drei Ringe. Eins, zwei, drei. Eine Kerze. Ein Pfeil. Pfeile sind immer gemein. Eine Axt. Ein Hammer. Ein Löffel. Löffel, da ist das Brecheisen. Quasten, Brosche, Löffel und Pfeil. Da ist der Pfeil, nur aufgezeichnet. Die Quaste. Gespannt, was wir davon brauchen. Das Brecheisen vielleicht. Brosche und Löffel. Das gehört zu dem Schild da hinten, ne? Das ist keine... eine Brosche. Da noch drin, man erkennt es kaum. Ich meine, das ist ein Armband, aber keine Brosche. Oder sie meinen das Teil tatsächlich. Und jetzt noch der Löffel. Oh, wie gemein. Hier, oder? Oh, wie fies. Dann fehlt dann die Speiche auch noch. Ein Brecheisen. Das heißt... dafür brauchen wir jetzt gar keinen Schlüssel, sondern wir nehmen das Brecheisen. Das sieht ja auch schon sehr marode aus. Dankeschön. Und jetzt fehlt uns noch das eine Zipfelchen. Hinter welchen... wieso sieht denn das jetzt irgendwie so durchsichtig aus? Hinter welchen Schrank sollen wir denn kommen?
glaube gar nicht hier, oder? Doch. Irgendwo hier, hinter welchem Schrank. Hinter den? Okay. Dankeschön. Aber irgendwie einfach ist es schon. Also es wird schon schwieriger, wenn man so verschiedene, wie es nachher später ja kommt, wenn man verschiedene Szenarios hat oder verschiedene Bilder, also so eine richtige Landkarte und dann quasi von unterschiedlichen Orten die Sachen dann an unterschiedlichen Orten auch verwenden muss. Dadurch wird es dann viel schwieriger, wenn man dann viel mehr suchen muss. Hier weiß man, ah ja, okay, es sind zwei Bilder und innerhalb dieser zwei Bilder muss ich die Rätsel lösen. Fertig. Unser Ring. I now have the fourth magical ring, but I have no leads on father, thanks to your gods. Silly child, some things are meant to happen. Look what I've just found in the family archives. It's an old record of a murder attempt on King Offa of Mercia. Wow, that's incredible. And I'll take an obvious hint where I can get one. Bon voyage, fair maiden Viv. May the old one guide and protect you. Was bringt uns dann das Buch? Okay. Da fehlt das Bildchen. Hier, ja. Sieht anders aus. Hier sind noch mehr Cracks. Der Schild ist anders. Der Hut gehört eigentlich in ein ganz anderes Szenario, ne? Sieht irgendwie aus wie Harry Potter. So. Ach, das ist ein blödes Bild. Oh, hier sind die Zeichen umgedreht. Die Kerze. Und jetzt noch eins. Hier fehlt eine Niete. Das heißt, wieder Dinge suchen. Wir wissen gar nicht, in welches Jahrhundert. Ah doch, da, wo der König ermordet wurde, ne? Ein Armband. Ein Amboss. Eine Sandale. Ja, schon gut an. Eine Glocke, ein Becher, ein Bogen. Schild, Gürtel, Zahl, Gürtel. Ein Schild. Zehn Würfel. Glocke. Ach, das war ein Kelch, das war gar nicht der Becher. Wir brauchen noch einen Becher. Das da? Ja. Ein Bogen. Was sind hier bei den Waffen dabei?
Ein Buch? Ein Pfeil? Ein Pfeil? Das ist ein Pfeil. Die Zahl 4. Hier, ne? Das ist gemein. Okay, Armband, Amboss, Sandale. Ein Amboss? Amboss müsste doch gut zu sehen sein. Oder vielleicht gerade nicht, wenn er sich schön einfügt. In das Sammelsurium. Da hinten, oder? Mhm. Brauchen wir noch das Armband und den Bogen. Armband würde sich ja hier empfehlen, ne? Auch wieder bei den Kleidern. Da sehe ich nichts. Oben könnt ihr auch wieder im Gebälk hängen. Ah, nein, der ist hier. Ein Armband. Um den Globus herum. Und wir bekommen Objekte des 9. Jahrhunderts Wimmelfuchs. Schließe 15 Wimmelbild-Szenerien ab. Wahrscheinlich ohne einen Tipp zu verbrauchen, könnte ich mir vorstellen. Es ging jetzt zu schnell. Bitteschön. Wir nehmen diese Tür. 29. Dezember 798. Greetings again, fair Vivian. It's been such a relatively long time since we saw each other last. I've never seen you before in my life. Tell me who you are and when we met. There's no time. Athelred the Alchemist is waiting for your help. Very well, but please don't go anywhere. I would really like to talk with you. Well, I can't make any promises. I'm old now and likely to forget to wait for you. M'lady, you've come. I am Athelred, alchemist in the service of King Offa of Mercia. Ja, von dem Bild. There's talk of a conspiracy to murder the king. This would be very bad for the country. If you will find enough evidence to identify the would-be murderer, I'll give you the magical ring you seek. Jetzt suchen wir sogar hier noch eine andere Art von Detektiv spielen. Also nicht für nach unseren Ringen, sondern wir dürfen einen Mordfall aufdecken. Ein Mühlstein. Zu schwer. Ich kann das nicht alleine heben. Okay, und mit dem Ding hier? Oh, lauter Papierfetzen. Finde die geheime Nachricht. Jetzt brauchen wir aber irgendwas, wo wir das ausbreiten können, oder? Etwas aus Metall steckt in der Wand des Brunnens. Hier muss ich auch irgendwie runterkommen. Wir gehen erstmal da rein. Das ist doch sicher ein Wimmelbild. Eine zerrissene Notiz. Wo sind die restlichen Teile? Hier! Okay, jetzt können wir puzzeln. Können wir auch drehen? Ja. Das steht ja schon Ofra oder sowas. Irgendwas aus Gold öffnet. So, das müsste hier oben die Ecke sein. Obwohl, nee. Da oben kommt doch sicher noch was hin. Sein.
Obwohl, das sieht auch aus wie eine Ecke. Von unten. Vor allem, es ist geschnitten und gerissen, oder? Ist ja aber auch nicht so ganz in die Ecke. Was haben wir denn noch? Können wir auch außen was hinlegen? Nö. Damit wäre das nämlich ein bisschen einfacher. Das sieht so aus, als ob es aneinander gehören würde. Und hier ist was verwischt. Nee. Ach, ist das, was richtig ist, schon fest? Das heißt, das kann gar nicht richtig sein. Ah ja, okay. Was richtig ist, ist fest. Okay, das stimmt auch hier so. Dann brauchen wir hier noch diese Ecke. Das gehört so irgendwie. Und unten ist es dann irgendwie so ein bisschen. Okay, die Ecke stimmt auch. Auch. Nein, das noch nicht. Hier dran. Nein, das ist fest. Naja, so viel kann es ja jetzt nicht mehr sein. Okay, da hätte ich jetzt gesagt, das gehört andersrum, aber soll mir recht sein. Ich wollte es noch lesen. Ja, so. Beschafft. Der Wein ist vergiftet und O wird sterben. Was vom Gift übrig bleibt, kann in einen tiefen, dunklen Ort gekippt werden. Also eigentlich im Brunnen wahrscheinlich. Und O war doch ausgeschrieben in unserer Originalnachricht, die wir gerade gepuzzelt haben. Ein Spezialtrank wird uns helfen, den vergifteten Wein zu ermitteln. Okay. Topf mit Schmalz. Wie sieht denn so ein Schmalztopf aus? Ich meine, hier stehen genug. Ein Krug mit Essig, okay. Kastanien. Petersilienwurzel. Knoblauch. Eine Gabel. Käse. Oh, Käse. Ich glaube, ich muss heute noch. Ich kriege gar nicht die Appetit gerade. Irgendwas mit Käse. Ein Sieb. Ein Sieb. Ich sehe Fleisch. Ein Schöp. Ah, da, guck mal, hier ist eine Knunde. Eine Wurzel. Topf mit Schmalz. Okay, wenn Sie das als Topf sehen, Schöpflöffel. Kein Schöpflöffel. Denn dieser hier. Ein Messer. Ein Sieb. Sieb ist es eigentlich nicht. Das ist so ein Kloßlöffel. So ein Klößelöffel. Walnüsse. Und nochmal Knoblauch?
Was davon können wir brauchen? Essig. Okay. Essig, was haben wir da vorne? Diese Weine hat der König von seinen Gästen erhalten. Ich muss herausfinden, welcher dieser Weine vergiftet ist. Okay. Was braucht er denn für Sachen? Ja, okay, das ist die Nachricht. Müsste diesen magnetischen Stein an eine Schnur hängen, ne? Eine Schnur brauchen wir. Und woher kriegen wir die Schnur? Und dann können wir nämlich hier was rausholen. Können wir hier noch was machen? Ich meine, hier hatten wir ja fast noch nichts. Ah, ein Venus-Symbol. Das ist Mars. Ah ja, das brauchen wir auch. Okay. Ich sehe eine Schlange. Brauchen wir die auch? Nö. Schade. Ein Lorbeerkranz. Ein Spitzengarn. Ah, Spitzengarn. Das haben wir dann vielleicht. Schade. Vielleicht als nachher zum Angeln. Im Brunnen angeln. Also ich sehe ganz viele Zahlen. Die Zahl 3 und die Zahl 6 wollen sie haben. Also das wäre eine 6. Und die 3... sieht dann auch römisch. Speer, Helm, Münzen. Helm. Speer. Münzen. Münzen. Eine Sandale. Da ist ein Schuh, aber... Okay, das war das Spitzengarn. Der Schnürsenkel ist eigentlich ein Schnürsenkel. Die Zahl 3. Ich sehe einen Mond, den brauchen wir aber nicht. Da oben ist die 3, ganz dünn eingeritzt. Hier ist noch eine 4, aber die brauchen wir nicht. Heugabel, Schwert und Sandale. Das ist ein Rechen. Okay, keine Heugabel. Gabel, Schwert und Sandale. Schwert. Sandale. Ach, das war die Gabel. Die war hier auch. Sandale. Haben wir noch Venus? Venus. Und hier sind auch Kreise, aber keine mit Kreuz unten drin. Ein Venus-Symbol? Das Herz vielleicht. Nein. Der Mond ist es ja auch nicht. Die Kreise haben leider kein zusätzliches Zeichen. In die Wand ist auch nichts eingebaut. Oh doch, da hinten was fast Unsichtbares. Das ist manchmal schon ein bisschen fies, ne? Weil es halt kaum zu sehen ist. Die Schnur brauchen wir. Die Schnur hängen wir an den magnetischen Stein. Gehen raus, hängen den Stein in den Brunnen, ziehen die Flasche mit Gift heraus, sodass der Alchemist sie das Gift identifizieren kann. Nö? Dachte. Was müssen wir jetzt machen? Bei der Kälte fällt das Denken schwer, aber ich muss herausfinden, wer König Offa umbringen möchte. Wenn ich Beweise habe, gehört der Ring mir. Ziele. Braue den Wahrheitstrank und bringe das Beweismaterial. Okay, aber das will er ja nicht. Und woher weiß ich, wie der Wahrheitstrank geht? Ah, hier geht's noch weiter.
Eine Flasche Essig. Eine Flasche für Gift-Efeu und eine Flasche für die Giftprobe. Okay, Efeu. Liegt das hier hinten irgendwo? Ach, da liegt's ja schon herum. Ja, hier packen wir da rein. Okay, jetzt haben wir hier wieder so ein Mastermind-Ding. Oder ist das was anderes? Das müssen wir experimentieren. Fliege, hau ab. Gut. Mach einfach mal die obersten. So. Das ist wieder so ein Mastermind-Ding. Ist jetzt schwarz falsch? Also ich würde mal sagen grün. Ist grün richtig? Ah nee, grün als letztes. Und rot an einer anderen Stelle. Also dann machen wir die zwei noch rein. Und dann mache ich rot und grün. Okay. Und diese beiden vertauscht. Also erst gelb. So. Rot, grün. Ja. Wir haben den Trank. Und den können wir jetzt hier reinkippen. Diese Flasche enthält kein Gift. Diese Flasche enthält auch kein Gift. Vielleicht die fette da hinten auch nicht. Die rote. Hä? Aha, da ist der vom Verschwörer vergiftete Wein. Jetzt müsste man ja nur rausfinden, wer ihn... Bringe das Beweismaterial zum Alchemisten. Wer dieses Geschenk gebracht hat. I have determined which bottle of wine has been poisoned. Excellent. And I know who gave the bottle to King Orpha. With this evidence, we can arrest the culprits. King Orpha lives another day because of you. I hope the magic ring will help you in your quest. No, Alchemist. Give me the ring. Don't make me hurt you, please. Oh, forget it, mister. You've got some answering to do. You have no idea what's at stake. Vivian, watch out! Thanks, Ball. I don't know what you did, but it worked. I owe you one. Ist das Ihr Bruder oder so? Sieht fast so aus. Thankfully, he didn't get the ring. Fare thee well, Vivian. And good luck. That man is clearly insane and possibly violent. He'll stop at nothing to get the rings. Your inheritance, the Ambrose legacy, is in your hands, Vivian. Is that supposed to make me feel better, Ball? I don't even know where to look for the next ring. Lucky for us, I think I recognize the old woman you met. Yeah, for the second time, if you ask her. But she did know my name. I believe she is Ostrid the Witch, your grandmother. I take it there's a lot of greats in front of that. How clever you are, dear. She lived in the 7th century. Wir reisen immer weiter zurück. Fire up the Nexus machine. There's no time to lose. Wir haben ja jetzt fast alle, ne? Was fehlt nur noch? Oh nein, es fehlen noch zwei. Es fehlen noch zwei. Okay, der Hut hat eine andere Farbe. Der guckt in die andere Richtung. Da fehlt ein Kraut. Oder ist ein Kraut zu viel? Eigentlich witzig, dass es hier verdreht. Weil das ist jetzt tatsächlich dort, aber halt ein bisschen... Wobei, nee, das ist genau dort, weil das hier sind die Weinpötte, die Kastanie. So, da hinten steht ein Haufen Zeug. Da fehlt eine Schüssel. Das ist jetzt relativ geordnet. Da findet man die Sachen auch relativ schnell. Ist jetzt nicht beschreien. Vielleicht finde ich das letzte jetzt auch wieder total schlecht.
Aber die anderen Sachen habe ich doch recht schnell gefunden. Da fehlt noch ein Henkel. Oder ist ein Henkel zu viel?